Wir sehen uns auf reitschuster.de. Habt ihr von dieser Aktion gehört in Potsdam, wo das Monet-Kunstwerk mit Kartoffelbrei beschmiert wurde? Das war die letzte Generation und ich habe gestern schon darüber geschrieben, dass es gerade aus den öffentlich-rechtlichen Medien, aber auch allgemein aus den Medien Sympathie für diese Art des Banausentums gibt. Und jetzt kommt heraus, das ist wirklich unfassbar, dass eine der beiden Täterinnen, ein Täter und eine Täterin war, also nicht, dass ich gendern würde, die hat sich jedenfalls öffentlich bekannt zu dem Ganzen, hat gesagt, bald wird es gar keine Kunst mehr geben und gegen diese Frau wird schon ermittelt und die ist angeklagt wegen Nötigung in 1296 Fällen. Ich wiederhole es nochmal, 1296 Fällen. Die hat sich von der Autobahnbrücke runtergeseilt. Also die nötigt ständig andere Menschen. Dafür drohen bis zu 4 Jahre Haft. Und das ist kein Spaß, wenn jemand im Berufsverkehr stecken bleibt, wenn Krankenwagen stecken bleiben, weil die sich irgendwo festgeklebt haben. Und 1296 Fälle und diese Frau ist immer noch auf freiem Fuß, nutzt das dazu, um weiterzumachen und ist jetzt auch nach diesem Anschlag auf dieses Gemälde in Potsdam immer noch auf freiem Fuß. Während ein Michael Ballweg, der Gründer von Querdenken, während ein Oliver Janich, der kritische Journalist, in Haft sitzen. Was ist da los? Was läuft bei uns falsch? Die einen terrorisieren, das ist wirklich Terrorisieren von einfachen Menschen, was die tun. Also die terrorisieren andere und die sind auf freiem Fuß, die werden noch gelobt in den Medien. Andere kommen unter merkwürdigsten Umständen ins Gefängnis und schmoren da vor sich hin. Ja, was ist der Grund? Der Grund ist, dass es diese unheimliche Sympathie für diese Klimaextremisten gibt in den Medien, in der Politik und offenbar leider auch bei der Justiz. Und in meinen Fällen, in meinen Augen ist das ein Fall von Justizversagen, wenn hier jemand nach 1296 Fällen, und obwohl ganz klar ist, dass er das wiederholt, sich auf freiem Fuß befindet, denn die Wiederholungsgefahr ist da einfach eklatant. Ja, mich erinnert das Ganze auch an kommunistische Systeme oder an die Kulturrevolution in China. Also man lässt ein paar besonders fanatische, extremistische Leute, lässt man da an vorderster Front das machen. Offiziell sagt man, naja, das machen die und insgeheim freut man sich und die schaffen die gesellschaftliche Stimmung, die dann so fatal ist. Also ich versuche ja immer noch mein altes Urvertrauen an die Justiz in Deutschland zu bewahren. Und ich muss sagen, es gibt auch immer wieder ein paar positive Überraschungen, wo ich sage, Mensch, ein Richter hat da was Gutes entschieden. Da kommt es dann aber schon mal vor, dass der eine Hausdurchsuchung bekommt danach oder selbst die Gutachter untersucht werden. Aber generell ist mein Eindruck, dass da ganz, ganz viel im Argen ist. Ich hatte ja auch erst kürzlich eine Geschichte über den Vergewaltiger einer Minderjährigen, eines Kindes, der da auf freiem Fuß ist, oder der jüngste Fall, dieser Mörder, dieser Frauenmörder und auch Kinderschänder, der zwar schon verurteilt wurde, aber auf freien Fuß kam, weil das Urteil noch nicht rechtskräftig war und weil die Justiz keine Kapazitäten hat, um sich darum zu kümmern. Dafür kümmern sie sich um Ballweg, um Janich oder auch um mich. Da übrigens ein kurzes Update, die Akteneinsicht war bisher noch nicht erfolgreich, also ist immer noch nicht klar, worum es geht. Nicht die Akteneinsicht war nicht erfolgreich, der Antrag auf Akteneinsicht war natürlich nicht erfolgreich. Ich hoffe, wenn es irgendwann zu einer Akteneinsicht kommt, dass die dann erfolgreich wird, in dem Sinne, dass wir reinschauen. Aber es gab ja schon letztes Jahr ein Ermittlungsverfahren wegen angeblicher Verleumdung und da ist jetzt über einem Jahr ist keine Akteneinsicht möglich. Also ich gehe mal davon aus, dass das eingestellt wurde, aber das teilt man einem ja natürlich auch nicht mit, weil sonst wäre ja auch die Verunsicherung nicht mehr da. Aber ich lasse mich nicht verunsichern, ich mache weiter und jetzt erst recht und meine Unterstützer machen weiter. Wir haben wieder schöne neue T-Shirts gemacht und ich hoffe, ihr macht weiter. Lasst einen Like da. Ein Like, ich verlerne schon das Sprechen, weil ich mich einfach aufrege über solche Dinge und da geht dann die ganze Energie darauf weg, dass man sich im Rahmen hält und ruhig bleibt, weil sonst würde man sich aufregen. Also ein Like da lassen und die Glocke unten auch wichtig, dann werdet ihr benachrichtigt und wer es kann
unterstützen. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute. Ciao, schaut wieder rein. Tschüss. Reitschuster.de